Das macht das Ganze schon wesentlich einfacher. Boah, ist die geschmeidig. Unfassbar. Aber die ist auch gleich Geschichte, wenn das so weitergeht hier. Au, au. Ich bin den Arm gebrochen. Ah, okay, eine Runde muss ich noch. Und dann war's das mit ihr. Na, kommt her, ihr scheiß Illusion. Wo seid ihr? Au! Wow, das war nicht nett. Ich kämpfe doch schon weiter. Willst du denn? Wie soll ich dem denn ausweichen? Okay, ich versuche dann wegspringen. Vielleicht geht das. Ha, geht. Okay. Konter gefunden. Sehr gut. Wo bist du? Huhuhu. Nicht mit mir. Madame. Ich sehe nicht verwirrt aus, ich bin verwirrt. Das ist ein Unterschied. Ach, das ist die echte nicht. Huhuhu. Ich bin gleich tot. Geil, alle auf einmal. Oh, geil. Gegengift. 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 Nimm es. Denkst du, du bist geheilt? Mein Gift ist immer noch in deinen Venen und wird da bleiben, solange du lebst. Was nicht sehr lang sein wird. Vielleicht hau ich dir jetzt auch einfach aus dem Maul und nehme dich fest. Glaubst du, diese Fesseln werden mich halten? Vielleicht nicht. Aber versuch mal da rauszukommen. Ich weiß, wo er ist. Der Joker. Sag es mir. Es gibt ein Treffen. Alle Killer sollen da sein. Wenn du mich freilässt, sag ich dir wo. Danke. Ich schulde dir was. Warte, ich kann dir den Ort nennen. Das hast du schon. Nice. Gib dem GCPD einen anonymen Hinweis. Die sollen mal einen Blick in die Container beim Stahlwerk werfen. Heißt das, Sie haben sich um Copperhead gekümmert? Ja, und jetzt werde ich mich um den Joker kümmern. Ich glaube nicht, dass es sehr klug ist nach allem, was Sie eben durchgemacht haben. Sie benötigen medizinische Fürsorge. Nicht jetzt, Alfred. Die Handschuhe des Electrocutioners senden ein starkes elektromagnetisches Signal aus, dem ich mit meinem Scanner folgen kann. Er wird mich direkt zum Joker führen. Aber zuerst muss ich aus dem Stahlwerk raus. Ja gut, das ist das kleinste Problem. Aber hier ist noch ein Datenpaket, das ich gerne hätte. Den Electrocutioner, oder wie der Typ hieß, den Kampf, den fand ich so super. Einfach ein Tritt ins Gesicht, er ist umgefallen, das war so herrlich. Und einen Stufenanstieg habe ich auch noch, da gucke ich mal ganz kurz, dass ich mir hier, was ist das? Schalte eine neue Kampffähigkeit frei, die einen Fledermausschwarm herbeiruft, ach, das kennt man ja. Und alle Gegner in der Nähe betäubt. Das ist natürlich geil. Ich glaube, das gönne ich mir. Auf R, okay. Gut, dann kloppe ich mich mal kurz mit denen. Die wollen es ja anscheinend nicht anders. Hallo. Oh, das war schnell. Das nicht doch meinen effektiven Kampf. Aber einen abartig effektiven. Wo ging's raus? Hier, ne? Ne, hier kam ich. Moment. Von hier kam ich doch gerade. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen. Boah, verrückter Mongo. Da hinten geht's raus. Ich sollte den Kanister zerstören, bevor ich weitergehe. Ja. Wenn du das sagst, ist das bestimmt eine super Idee. Alfred? Ich lade eine Probe der Chemikalie hoch. Du musst für mich die Stadt danach scannen. Suche nach einer hohen Konzentration des Gemischs. Finde die Quelle, dann lege ich sie lahm. Gewiss, ich gebe Bescheid, sobald ich etwas gefunden habe. Und das sind quasi die Container aus dem zweiten Teil mit Bane, die man zerstören musste. Die 6 Stück, die in der Stadt verteilt waren. Hm.
Ich empfange kein Signal vom Electrocutioner. Ich muss weiter nach oben. Der mittlere Pfeiler der Pioneer Bridge sollte reichen. Na dann, auf zur Brücke. Die war bis jetzt ja relativ sinnlos im Spiel. Sie war einfach nur riesig und anwesend. Aber scheinbar gibt es jetzt auch einen sinnvollen Punkt dafür. Der dritte Pfeiler. Was ist der dritte Pfeiler? Da oben, oder was? Okay, ein Tumult. Was für ein Tumult und in welcher Nähe? Da, wo bin ich denn? Ich bin hier, ne? Das ist ja kein Tumult in der Nähe, oder? Ah, doch hier. Nee, das ist der Electrocutioner. Das ist das Drogenlager. Was labert der? Da ist ein Datenpaket. Ich flieg da jetzt erstmal in die Mitte. Obwohl. Das sieht noch interessanter aus. Erstmal die da ausschalten, die haben Knarren. Knarren mag ich nicht. Bin ich allergisch gegen. Au! Hau mich doch nicht! Wann kann ich diesen Schwarm rufen? Ich habe leider nicht darauf geachtet, wann ich diese Viecher rufen darf. Okay, da schalte ich aus. Verdammt! Ich spende dir auch mal gleich ein Lächeln. Oh oh, oh oh, oh oh. Huiuiui. Der nervt mich. Warum müssen die immer so gut gepanzert sein? Oh oh, Knarre, 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 nicht gut. Nicht gut. Stirb! Komm! Oh, jetzt muss der da weg. Zumindest muss er die scheiß Knarre fallen lassen. Puh. Knapp. Und ich musste jetzt erst noch hoch. Gar nicht hoch oder so. Nein, nein. Nein, 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 nein. Da ganz nach oben. Oder reicht das, wenn ich schon hier lande? Nein, der will, dass ich ganz nach oben gehe, glaube ich. Oder? Ah, nee, das reicht. Ha, schön. Na also, jetzt muss ich das Signal nur noch zurückverfolgen. Nur noch. Und das ist die Kältesignatur auch aus dem zweiten Teil. Die haben ziemlich viel übernommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht. Ich meine, die Kanister sind aus dem Vorgänger. Das hier ist die Eissignatur. Das Treffen des Jokers findet wohl in New Gotham statt. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Ach, die Szene hier ist doch aus dem Batman-Film mit der Brücke, wo die übers Eis laufen sollen. Ich muss irgendwo hoch, sonst wird das leicht eng. Ich habe keine Zeit dafür. Okay, ich bin gerade schon da. Na dann. Wieso ist der rot? Wow! Was zum Fick? Das war das Letzte, womit ich gerechnet habe. Und da unten redet irgendwer. Ich höre irgendwen labern gerade. Warum ist dem so? Wer labert da? Aua. Irgendwo da unten. Klingt nach so einem Arken-Anhänger. Hieß der so, ja, ne? Nice. Nice. Scheiße, ich wollte gerade R drücken und hab den Knopf nicht getroffen. So, kann ich jetzt mit dir labern? Wer labert denn hier? Ah, da ist ein Zeichen. Wer labert da? Bist du das da vorne? Huch, kann ich nicht nutzen. Ha.
Mich wirst du so wenig los wie Reklametafeln. Du bist es. Oder die Markennamen auf deinen Klamotten. Wir müssen sie zerstören, um sie zum Schweigen zu bringen. Sonst werden wir nie frei sein. Ich bin in deinem Kopf. Wie all die anderen. What the fuck? 3 Minuten. Aha! Wo kommt auf einmal der Zeitdruck her? Aber das willst du nicht hören. Du willst immer nur kaufen. Aber nur wenn. Okay, komm, flieg schneller. Ach, er fliegt immer so langsam. Ich hab nicht ewig Zeit. Da wollte ich eigentlich zu dem Treffen mit dem Joker und jetzt kriege ich auf einmal hier so einen 3-Minuten-Countdown. Was soll das denn? Das ist nicht nett. Komm, flieg schneller. Drei Minuten. Da hinten am Horizont sehe ich das Zeichen. Gott, ist das noch weit. Scheiße. Das war ein dämlicher Sprung. Der war nice. Der war auch okay. Ich muss... Scheiße. Da hinten muss ich hin. Okay. Gar nicht weit weg oder so. Gott, ist das weit. Das ist ein roter Strahl. Ist das ein Scharfschütze? Oh, Scharfschützen nicht gut. Scharfschützen gar nicht gut. Komm, ich muss hier irgendwo lang schwingen. Ich brauche Schub. Hier gibt's Schub. Sehr gut. Ich brauche mehr Schub. Ach, scheiße. Ich habe gesagt, ich brauche Schub. Na, oh, Batman, was tust du? Ist ja schlimm mit dir wieder. Okay, okay, okay. Ich bin gleich da. Oh Gott, da sind Typen. Ach du Scheiße, ist ja... Nö, nö. Alles cool. Hallo. Ihr werdet sie aufhalten. Ich muss erstmal gucken, dass ich euch hier aufhalte. Sonst habe ich ein paar Probleme. Komm. 1 Minute irgendwas ist nicht viel, aber es sollte reichen. Hoffe ich jetzt auf jeden Fall mal. Da waren die Fledermäuse. Geil, die sind super. Auf jeden Fall betäuben die einfach mal alles, das ist klasse. Damit kann ich arbeiten. Okay, 2 weg, 1 Minute 12 habe ich noch. Es wird. Aua, aber nicht so. Puh. Gute Sache. Puh. Knapp. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt quasi theoretisch in aller Ruhe zu Batman... Ach, zu Batman. Wir sind Batman. Ha, ich könnte in aller Ruhe zu mir selbst, genau. In aller Ruhe zu Joker, aber guckt mal auf die Uhr. Es ist schon wieder Zeit, einen Cut zu machen. Und wie jedes Mal, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss!